Weiter geht es mit Civ 6 und Countdown, demnächst Rundenwechsel, Zeitalterwechsel, raus aus dem dunklen Rhein ins Heldenzeitalter. Freue ich mich sehr drauf. Was noch in der Zwischenzeit mit dem Spion hier vorne nochmal in irgendeinen Stadtstaat schicken? In der Hoffnung, dass wir irgendwo Gesandte vertreiben können. Je mehr, desto besser. Stadtwachstum ist höher. Wie viele müssten wir da vertreiben? Ja, das wird nicht klappen. Er vertreibt, den schickt man in der Regel dorthin, wo eine Fraktion weit vorne liegt. Das wird so nicht klappen. Da sind wir sehr. Wir könnten nochmal nach Nanmadol. Ja, das lohnt sich ja nicht. Wir könnten, naja, da würden wir höchstens uns selbst vertreiben. Sag mal, Leute, wie ist das denn, wenn man selber vorne liegt mit den Stadtstaaten, Gesandten? Der Spion vertreibt doch immer ganz viele Gesandte von der Fraktion, die am stärksten da ist. Kann man sich auch selbst vertreiben? Ich habe das mal gewusst, die Frage. Man vertreibt immer die anderen. Mein Speedy. Ich hoffe, ich kann mich sehr auf dich verlassen, Speedy. Sehr. Das werde ich dich umbenennen in Sündenbocki. Sonnengott, vielen Dank. Die Blumen aus dem Chat gelten dir. Neuer Abo hier. Neues Abonnent, neues Mitglied unserer Community. Grüße an den Sonnengott hier. Weil wenn es wirklich immer nur die anderen sind, da könnten wir hintereinander zuerst, das sind ja nur zweimal die einen und mal den anderen vertreiben. Wenn es überhaupt klappt. Ich gucke auch schon aufs Late Game. Im Late Game ist es gut, wenn man in vielen Städten so zerrennen ist, da kann man nicht mit guten Politikkarten entsprechende Bonusse abgreifen. Lass uns mal rübergehen nach Sansibad. Immerhin 2/3 Mehrheit, es gibt Schlimmeres. 2/3 Wahrscheinlichkeit, dass es klappt. Hier können wir nicht allzu viel machen. Könnten wir noch eine Mine hinsetzen, wenn wir das möchten. Hier können wir gar nichts machen. Die Kohle holen wir uns mit Absicht nicht. Die brauchen wir nicht zwingend. Wir haben genug an Produktion. An das Öl da hinten kommen wir nicht ran. Hier gibt es nicht viel. Auch nicht viel, was er machen kann. Eigentlich gar nichts. Hier vorne können wir noch eine Mine reparieren. Noch ein schneller Bauernhof. Wenn man eher vorne rein. Fische könnte man noch reparieren, heißt es im Chat. Die hier vorne, ne? Die rauchen, da hast du recht. Guter Hinweis. Einmal Nickerchen. Das Ausrufezeichen, ich glaube nicht, dass das hier... Das ist irgendwie Quatsch. Einmal hier vorne hin. Und einmal Attacke. Speerkämpfer gegen Infanterie. 30 Gold für uns. Ich glaube nicht, dass der irgendwo hinlaufen kann mittlerweile. Mit dem Ausrufezeichen. Jetzt kommt Zeitalterwechsel in wenigen Momenten. Matthias Covinus ist raus. Johannesburg wurde besiegt. Gibt es den Stadtstaat nicht mehr? Ach, das ist der Spion gewesen, den wir gerade nach Johannesburg schicken wollten. Der Stadtstaat wurde erobert. Jetzt habe ich das erst begriffen. Ich dachte, wir hätten zwei hintereinander gehabt. Das ist aber krass hier. So, einmal eine... Nein, wir tauschen noch keine Artefakte gegen ein Literaturwerk. Tut mir leid, geht gar nicht. Gleich kommt der Weltkongress in 2 Runden und jetzt kommt erstmal Zeitalterwechsel.
Ja, die Welt erstrahlt endlich. Das ging mir so aufs Gemüt. Es gibt drei Dinge, die extrem hart sind. Stahl, ein Diamant und sich selbst zu kennen. Da bin ich gleich viel besser gelaunt. Es macht viel mehr Spaß, in einem goldenen oder im Heldenzeitalter Civ 6 zu zocken, als in einem doofen, düsteren Zeitalter. Jetzt geben Sägewerke mehr Produktion. Oh, ich habe nicht darauf geachtet, ob wir die Stadtmauern überall noch im Bau hatten und zu Ende gebaut hatten. Oder ob wir noch einen Birnbau eingestellt hatten. Erstochen wird und sinkt, statt zu bluten. Ja, dadurch können wir viele große Musikerpunkte bekommen. Das ist, bringt in der Regel kaum was, die Wirtschaftskarte. Wir probieren die mal aus und ärgern uns dann. Ach, jetzt ärgere ich mich. Jetzt können wir keine Stadtmauern mehr zu Ende bauen, können wir die. Aber wir können solche... Wir hätten für eine Runde noch die Renaissance-Mauer anbauen sollen. Da ist uns das gerade verabsäumt worden. Nee, hier nicht. Ich glaube, das war's schon. Ich glaube, sonst müssen wir uns keine Sorgen machen. Es war nur eine Stadt, bei der das nicht glatt aufging gerade. Alles gut. Die anderen können wir noch zu Ende machen. Widmung wählen, Leute. Genau, wir können die fertig bauen, ausdrehen, wenn man die angefangen hat. Aber können keine neue Mauer. Wir brauchen mindestens einen Produktionspunkt, muss man in eine Mauer gesteckt haben. Massiver Loyalitätsdruck auf alle unsere Nachbarn im Heldenzeitalter. Die Bürger erzeugen mehr Loyalität. Shaka hat auch ein Heldenzeitalter. Die Kongolesen ein goldenes, Julius hat ein normales und Saladin auch ein normales. Das hilft uns sehr, dass der eine Stufe unter uns ist bei der Stadt ganz im Osten. Drei können wir wählen, drei Modernisierung. Da würde ich, glaube ich, die drei hier nehmen, oder? Die Produktion für die Militäreinheiten brauchen wir nicht und alles andere können wir mal benutzen. Wobei ich gar nicht genau weiß, plus drei Stadtbevölkerung für Städte, die auf einem anderen Kontinent gegründet worden sind. Wie die Kontinentübersicht, was die uns anzeigt. Ich habe sie da vergessen. Ah, das ist der Startkontinent hier. Das heißt, die Städte hier vorne, die sind jetzt etwas loyaler, wenn wir diese Widmung bekommen, weil Fremdkontinent. Das ist alles derselbe Kontinent und der da vorne leider auch. Trotzdem, Loyalität geht hier wieder hoch, ohne dass wir irgendwo investieren mussten in einen Gouverneur. Das ist schon mal sehr, sehr positiv. Also rein hypothetisch, würden wir eine Stadt gründen, irgendwo hier oben, dann wird sie spawnen mit vier Stadtbürgern. Das heißt, wenn wir zum Beispiel sagen wollen, wir wollen das Öl abgreifen, das hier vorne könnten auf einem Öl hier die Stadt drauf gründen. Dann hatten wir einmal Öl. Das zweite Öl bekommen wir auch noch irgendwie und das war's dann, Leute. Ja, Oliver, genug Knobi, du hast die neuen Chat-Regeln nicht mitbekommen. Die Chat-Mods erklären es dir gerne. Aber alles gut, mein Lieber. Dann Boston, Fabrik. Wir bauen jetzt das Kohlekraftwerk. 8 Produktionsbonus durch die rote Karte verdoppelt. Wir wählen aber jetzt doch mal die Widmung. Also, ja... Wie sollen wir denn da oben 4 Stadtbürger durchbringen in der Stadt? Wenn wir die Karte nehmen mit den 2 Loyalität, die werden uns hier oben verhungern. Okay, man kann irgendeine Handelsroute losschicken, aber trotzdem, ich würde da oben gerne noch eine Stadt hinsetzen. Die startet dann, wie gesagt, mit absurden 4 Bürgern. Sonst kann man ja nichts mehr irgendwo hinsetzen. Welcher Kontinent ist das hier? Das ist auch der alte. Das hilft uns auch nicht weiter. Also mal schauen, welche Widmungen wir nehmen. Ich wäre für, wie gesagt, für die drei hier. Hier bekommen wir 2 Loyalität mehr und unsere Marine und gewasserten Einheiten sind schneller unterwegs. Stadtbevölkerung ist mir egal, die Loyalität nehmen wir immer mit. Hier können Handelswege bringen, internationale Handelswege, etwas mehr Gold, ist für uns auch egal. Aber der erste Satz ist cool, unsere Händler können nicht geplündert werden, die Handelseinheiten. Und das ist eh essentiell. Herzschlag des Dampfes. Der Wissenschaftsnachbarbonus unserer Campusbezirke, der ist ohnehin schon hoch.
Er wird dann, gibt entsprechend auch Produktion. Wir haben eine Politikkarte drin, denn der Wissenschaftsnachbarschaftsbonus ist verdoppelt und dann wird auch die Produktion, die man dadurch bekommt, auch verdoppelt. Also ein dicker, dicker Bonus. Wunder kann man schneller bauen, die späten Wunder. Und das hier unten brauchen wir nicht. Also ob Militäreinheiten schneller oder langsamer gebaut werden können, wenn wir nur Allianzen. Ich sehe auch nicht, dass sie uns haufenweise Barbaren oder Zombies überrennen. Ich würde es genauso machen, ja. Alles klar? Stahl? Eisenbahn, dafür bräuchten wir allerdings ein Lager mit Militärpionier. Und da wir im Augenblick, warum sollen wir im Augenblick schnell Einheiten verschieben können? Da haben wir keine Motivation. Wir haben nur Alliierte. Und unsere gewasserte Einheiten, die sind auch flink genug. Verbrennungsmotor. Golden Gate Bridge, Luftfahrt. Ah, Tourismusbonus für alle Modernisierungen, die Kultur geben. Das hilft uns. Passiver Bonus. Anspaltung. Nahrung durch Fischerboote erhöht. Bohrinsel noch mehr Öl. Das hier aufdecken. Was ist denn das hier, Leute? Weiß einer von euch auswendig, was die noch nicht aufgedeckte Modernisierung hier... Ach komm. Wir müssen sowieso zur Luftfahrt hin. Wir versuchen das ja mal rauszukriegen. Hydroelektrischer Staudamm in unseren Staudämmen. Dann treiben wir... gibt dann 6 Energie, dann brauchen wir nicht so viel Kohle. Seehafen ist auch gut. Ist allerdings... Bringt Nahrung und Gold. Wir machen hier mal weiter unten lang. Zwei Gesandte haben wir gerade bekommen. Einkaufszentrum. Wir können Wohngebiete jetzt bauen, die geben auch Tourismus. Mit Energie sogar noch extra Annehmlichkeiten. Bonus baut 2 Börsen, die kriegen wir eh garantiert nicht. Die Börsen, da sind wir Meilen von entfernt. Das heißt, da könnten wir mal rein. Wie gesagt, Christo Redentor ist ein Muss für uns, für die kommenden Seebäder. Wir schauen mal, ob Christo Redentor von jemand anderem schon angebaut ist. Mittlerweile haben wir doch weite Teile der Karte aufge... Das ist ärgerlich. Das ist auch eine schöne große Stadt. Das ist jetzt echt doof. Etwa zur Hälfte gebaut, würde ich schätzen. Viele Produktionen hier vorne. Das gefällt mir nicht so gut hier. Christo Redentor brauchen wir. Wir haben viel Küste. Man kann auf Küstengebieten die Ebene, Grasland oder noch irgendwas anderes haben, was mir gerade nicht einfällt. Wüste, glaube ich. Ich glaube, auf Ebenen, Grasland und auf Wüste, solange es keine Hügelfelder sind, kann man Seebäder gründen. Ja, Vulkanerde auch. Auf den dreien. Und die geben Annehmlichkeit in Tourismus in Höhe der Anziehungskraft der Geländefelder. Und das ist die Anziehungskraft. Das ist noch übersichtlich. Der oben ist Tundra, da geht das nicht. Aber hier auf dem Kontinent hier, also wir werden schon welche finden. Wir werden schon welche finden. Wir werden umso mehr finden, falls wir den Eiffelturm bauen. Der gibt uns mehr Anziehungskraft. Der wäre auch wichtig. Der Eiffelturm war noch nicht erforscht, oder? Ich glaube noch nicht. Da ist er. Ist der schon? Der gibt mehr Anziehungskraft. Jedes Geländefeld bekommt +2 drauf. Da ist er. Der Eiffelturm. Na Gott sei Dank, wenigstens ist der noch nicht gebaut. Der wäre mir auch eigentlich wichtiger. Wir bekommen hier diesen großen Ingenieur hier. Damit können wir nur realistischerweise, wenn wir den für Christo Redentor opfern, dann müssten wir den Eiffelturm regulär bauen. Der Eiffelturm wäre wichtiger. Der boostet indirekt ja auch die Seebäder. Weil die Seebäder mehr Tourismus geben. Ich würde sagen, wir verzichten auf den... Den bekommen wir mit einem guten Tempo gerade, ja? Ich würde sagen, wir verzichten auf Christo Redentor. Aus pragmatischen Gründen, obwohl mir das echt schwer fällt. Gehen stattdessen hier oben... Nein, wir holen uns den Gouverneurstitel hier. Weil die Einkaufszentren können wir sowieso noch nicht bauen, weil wir noch keine Wohngebiete haben. Die werden auf Wohngebieten platziert. Fangen wir mit den Massenmedien an hier.
mittelalterlichem Ort. Schade. Hätten wir eine Runde, die ihr angebaut, Theaterplatz reparieren, Renaissance, dann hätten wir das weitermachen können. Da reparieren wir den Campus. Da reparieren wir den Kornspeicher. So, James Watt. Den wollen wir woanders einsetzen, hatten uns eben überlegt. Hier ein Vernickerchen, einer ist gerade gespawnt. Hier geht's rein, bitte einmal reparieren. Oh Leute, ihr habt euch geirrt. Das ist gar nicht geplündert hier. Ihr habt euch verguckt. Schaut mal hier. Das ist, was hier an Rauch aufsteigt, ist ein Haus, das zu Rabengrab gehört. Der Tipp war leider ein falscher. Ich habe es allerdings auch falsch gesehen. Da gibt es nichts zu reparieren. Da können wir im Wasser bleiben, aber hier oben hin und dann hier oben. Hier einmal ein Fischerboot bauen. Noch ein Bauernhof hier hinten. Das Ruhrgebiet wurde irgendwann gebaut. Schönes Weltwunder. Für uns jetzt leider aus, weg und vorbei. Wir parken hier mal. Ich wüsste nicht, was wir hier jetzt noch in Ordnung bringen können. Da haben wir ein Barbarencamp eingenommen. So, bevor wir eine Runde weitergehen, schauen wir uns unsere Karten an. Wir können einmal munter durchwechseln. Eine Regierung wechseln würde ich im Augenblick nicht, haben wir keine Motivation für. Was könnten wir sonst machen? Wir könnten jetzt rausnehmen Limes, wir können Stadtmauern eh nicht mehr bauen, haben einen Jokerplatz frei. Wir könnten schon mal anfangen, große Musikerpunkte zu bauen, zu produzieren. Das wären immer nur 4 pro Runde, das finde ich, das macht den. Muss nicht unbedingt sein. 2 Einflusspunkte mehr pro Runde sind okay, aber die gehen schon ein bisschen unter in den plus 7, die wir haben, für die Gesandten. Wir könnten, wie Annehmlichkeiten. Weltwunder bauen wir gerade noch nicht. Wir könnten auf Nummer sicher gehen. Ja, wir machen Folgendes. Wir haben in jeder Stadt haben wir eine Einheit drin stehen. Deshalb gehen wir immer Unterhaltskosten für Einheiten reduziert. Und wir etwas Geld sparen, allerdings nicht so viel. Lass uns mal auf Nummer sicher gehen und wir nehmen die Bediensteten. Dann sind wir bei Bevölkerungswachstum abgesichert und haben überall plus 1 an Annehmlichkeiten. Ja? Einheiten verbessern wollen wir nicht. Renaissance Mauern geben 2 mehr Wissenschaft. Hätten wir einen Ticken mehr Wissenschaft. Ich schätze, wir haben so um die 7 Renaissance Mauern, 14 mehr. 7-8% mehr Wissenschaft hätten wir dann. Brauchen wir die zwingend? Ich nehme lieber die Annehmlichkeiten mit. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Die boosten dann alle Städte. Die Wunderkarte würde ich noch nicht reinnehmen, denn noch ist kein Wunder im Bau. Mehr Gold durch Handelswege. 4x6, 24 mehr Gold. 10% mehr Gold. 6 Runden Forschung, im Augenblick überall zufrieden. Wir könnten pokern. Wir haben ganz kleine Bonus hier von plus 1 teilweise. Es könnte sein, dass ach komm, im Augenblick ist noch niemand unzufrieden. Was interessiert uns die Zukunft hier? Wir tun einfach so, als hätten wir Glück und als würde es so bleiben. Wir könnten den Eiffelturm schon setzen, ja. Wo würden wir denn setzen, den Eiffelturm? Wo käme der hin? Was ist unsere produktionsreichste Stadt? Philadelphia 53 Produktion, Kohlekraftwerke gibt, nochmal 8 drauf. Das heißt, wir sind dann bei 61 Produktion. Lincoln 54 wird etwas weniger produktiv sein, hat immer mehr Platz. Lincoln muss auch noch einen Theaterplatz bauen. In Philadelphia ist er schon da. Boston 55, Kohlekraftwerk gibt 8. Hey,
Boston-Wetter-Alternative. New Orleans geht auch. Hier kommt noch das Industriegebiet und die Fabrik und noch das Kohlekraftwerk. Das wird eine sehr produktionsreiche Stadt werden. Die ist auch geeignet. Schauen wir uns nochmal an, was wir an Kriterien haben für den Eiffelturm. Wo muss der stehen? Der muss stehen neben einem Stadtzentrum im Besitz der Stadt. Theaterplatz boosten und hier das schöne Sägewerk kaputt machen. Da den Eiffelturm daneben setzen. Hat der Theaterplatz entsprechend mehr Bonus? Wir verlieren leider 5 Produktionen. Das ist echt heftig. Und dazu kommt auch noch, Achtung, geben Sägewerke einem Industriegebiet Bonusse? Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Ja, eine Produktion durch jedes zweite Sägewerk. Das ist das Industriegebiet. Wir haben 1, 2 Sägewerke hier. Wir verlieren auch einen, nee, 3. Wir haben ja 3. Wir sind 3. Und auf allen stehen auch keine Bezirksfelder drin. Wir können den also problemlos wegnehmen hier. Ja? Also das wäre möglich. Hier den, dann sollten wir allerdings auch vorher roden und sollten einmal einen Handwerker dahin schicken, der den Rodungsertrag mitnimmt. Eiffelturm braucht 28 Runden. Mit Roden etwas schneller, mit dem großen Ingenieur, den wir uns gleich holen, noch ein bisschen schneller. Ich glaube, wir sollten das machen, Leute. Weil hier muss der Theaterplatz gebaut werden. In Boston ist das Kohlekraftwerk noch nicht fertig und hier gibt es auch sehr wenig Platz drumherum. Hier ist der Platz total rar. Könnte man eigentlich auch nur hier bauen und dann hätten wir, wäre dasselbe in grün, hätten wir genau auch so ein Sägewerk hier weg. In New Orleans ist das Industriegebiet noch nicht beendet. Und da wollten wir noch einen Unterhaltungsdistrikt bauen, der viele boostet hier. Hier könnten wir den Eiffelturm auch nur hinstellen. Hier können wir den gar nicht platzieren. Der muss neben dem Stadtgebiet sein und wir können Luxusressourcen nicht überbauen. Hier ist ein Bezirk, da ist ein Campus, das geht gar nicht in New Orleans. Da ist er gar nicht baubar. Das heißt, wir haben die Auswahl zwischen Boston und Philadelphia. Lincoln kommt nicht, für mich nicht in Frage. Der Theaterplatz hat Vorrang, da kommt der Eiffelturm hin. Das ist glasklar. Hätte ich gerne einen Handwerker, der dort rodet. Das wird der gleich sein. Der rodet hier schon mal gleich für den Theaterplatz, dann zieht er weiter und rodet hier vorne. Gewaltig reicht, glaube ich, nicht aus. Gewaltig hat 15 Produktionen, also finde ich nicht so. Möchte ich nicht machen, North Bullman. Da müssen wir uns komplett auf den großen Ingenieur verlassen. Also. Und die alle hier höchstens noch Kuschek. Ne, Kuschek auch noch 32. Das sind schon die stärksten Städte. Eins weiter. Ach so, wir müssen die Karten noch einsetzen. Was sollten wir einsetzen? Entweder die Annehmlichkeitenkarte oder Geld. Ich setze mal auf Geld. Wir nehmen mal Geld. Entweder nehmen wir alle Unterhaltskosten für alle Einheiten um 2 pro Gold und Runde reduziert. Könnte sogar noch mehr Geld sein, als die Gesandten uns bringen. Im Augenblick haben wir plus 226. Ich check mal, wie viele Renaissance-Mauern wir haben. Null? Das ist doch Quatsch. Es kann sein, dass die auf der Karte nicht mehr zu finden sind, weil wir den Stahl haben. Aber wir haben die garantiert. Ja, die sind da. Die werden aber von der Suchfunktion nicht mehr gesucht, weil wir den Stahl erforscht haben und weil die deshalb pro forma nicht mehr existieren. Das ist nur noch angezeigt, die virtuelle Geschichte. Ja, wir müssen also einmal überall durchgucken. Einmal Renaissance-Mauern hier. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Sechsmal. Siebenmal. Achtmal. Neunmal.
9 mal 2, 18 Forschung mehr, 10% mehr Forschung oder über den Daumen 20 Geld. Also normalerweise ist die Forschung wertvoller. Wir haben ja auch genug Geld durch den Handel. Wir gehen auf die Forschung, Leute. Hier drauf, mehr Wissenschaft nehmen wir mit. Einverstanden? Prozent mehr Produktion für ein Drittel aller unserer Städte liegt auf einem anderen Kontinent und 25% mehr Gold. Das geht auch. Alle Städte, die wir den Ungarn weggenommen haben, liegen spieltechnisch auf einem neuen Kontinent. Das wäre eine Option. Könnte man auch machen. Wie viel Geld das einbringt, weiß ich nicht. Sollen wir das mal ausprobieren, Leute? Mehr Gold. Das hat sich gelohnt. Die Karte nutze ich extrem selten und die hat sich hier echt gelohnt, finde ich.